Der Einfamilienhausmarktbericht für das Jahr 2021 liegt nun vor. Das Ergebnis kurz zusammengefasst. Die Anzahl der Verkäufe ist mit knapp über 10.700 im Vergleich zum Jahr 2020 stabil geblieben. Der Preis für ein typisches Einfamilienhaus in Österreich ist um 13,4% auf rund 315.000 Euro gestiegen. Im Fünfjahresvergleich bedeutet das eine Preissteigerung von 51%. Das teuerste Bundesland war Wien, gefolgt von Tirol, Vorarlberg und dem Bundesland Salzburg. Mitverantwortlich für die zuletzt stark steigenden Preise waren neben dem rückläufigen Angebot und dem weiterhin niedrigen Zinsniveau die Grundstückspreissteigerungen. Die tendenziell bessere Qualität der auf den Markt kommenden Einfamilienhäuser und die pandemiebedingt verstärkte Nachfrage nach einem Haus im Grünen. Im zweiten Halbjahr 2022 rechnen wir aufgrund der strengeren Kreditvergaberichtlinien ab Juli und der zu erwartenden Zinserhöhungen mit einer Entspannung am Einfamilienhausmarkt. Nähere Informationen zu den Bundesländern bzw. den einzelnen Bezirken finden Sie auf remax.at. Sollten Sie daran denken, Ihr Einfamilienhaus zu verkaufen, dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Wir freuen uns auf Sie.